Das Bundesverfassungsgericht hat heute, nachdem es im April schon 2 Tage verhandelt hat, über die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung entschieden. Das ist der Paragraph 217 des Strafgesetzbuches. Und das hat ihn gekippt. Und das ist ein Paukenschlag, weil damit sowohl für Ärzte, Palliativärzte und für Sterbehilfeorganisationen die Hilfe zur Selbsttötung möglich ist und auch Patienten das Recht auf ein autonomes Sterben eingeräumt worden ist. Die Richter und Richterinnen, und das hat man auch schon in dieser 2-tägigen Anhörung gemerkt, haben sehr auf die Autonomie des Menschen, auf das Selbstbestimmungsrecht eines jeden, was nicht durch das Strafrecht einzuhegen ist, und haben heute formuliert, dass es ein Recht auf Selbsttötung gibt. Und sie haben, was das Besondere an diesem Urteil ist, sie haben den Bogen weit gespannt. Sie haben auch gesagt, es ist nicht an Krankheit gebunden. Jeder hat das Recht auf Selbsttötung, auch wenn das für uns als Gesellschaft in manchen Fällen schwer zu akzeptieren ist. Ja, an diesem Urteil hängt nicht nur der Patientenwille, der jetzt gilt, oder der Menschenwille überhaupt, der jetzt gilt, sondern da nicht jeder die Möglichkeit hat, sich selbst zu töten, und die Vorstellung, man müsse von einer Brücke springen, um sich zu töten, nicht die schönste ist, brauchen viele Menschen die Hilfe eines Arztes. Und ein Arzt, der nun ein Mittel zur Verfügung stellt, es nicht selber gibt, aber dieses Mittel zur Verfügung stellt, der überhaupt ein Gespräch mit einem Menschen, der an sein Leiden glaubt, nicht mehr mit diesen Leiden nicht mehr umgehen zu können, der dieses Gespräch führt, macht sich nun nicht mehr strafbar. Und das bedeutet, dass Palliativmediziner, die ihre Patienten verantwortlich betreuen in allen Phasen ihrer Krankheiten, nun uneingeschränkt dieser Tätigkeit und auch diesem ärztlichen Ethos nachgehen können. Es gibt jetzt schon viele, die Befürworter des Paragraphen 217 waren, die Angst haben, dass jetzt sowas wie in Dammbruch geschieht, also dass Menschen gedrängt, genötigt werden, sich selbst zu töten, besonders alte Menschen, die womöglich einsam sind oder sich in einer schlechten Pflegesituation befinden. Aber auch dazu hat das Bundesverfassungsgericht indirekt etwas gesagt. Es hat nämlich gesagt, dass es der Politik und gut zu Gesichte stünde, Sie haben es sinngemäß so formuliert, diese Rahmenbedingungen abzustellen und diese Fürsorge zu treffen, dass es eben diese womöglich suizidförderlichen Faktoren im Leben der Einzelnen nicht mehr gibt. Es hat aber auch ganz deutlich gemacht, das Gericht, dass das Recht auf Selbstbestimmung jetzt gilt und dass die Schwerkranken darauf nicht warten können.